Das Maifest ist zurück. Nachdem 2018 ganz im Zeichen der 900-Jahres-Feier stand, fand in diesem Jahr wieder das klassische Maifest statt. Zwischen dem 24. und 26. Mai verwandelte sich die Wolfenbüttler Innenstadt in eine Partymeile. Voller Musik und guter Stimmung. Und ihr singt? Geil, ihr kennt ihr ja echt. Momentan. Tick in the Kati. You sing. Okay, let's do this. Auch wenn sich der Mai 2019 schon von seiner unberechenbaren Seite gezeigt hatte, auf dem Maifest blieb es trocken und sonnig. Es kamen insgesamt rund 30.000 Menschen nach Wolfenbüttel, um gemeinsam das Leben zu genießen. Auf der Streetfood-Meile gab es leckere Speisen aus aller Herren Länder. Die Besucher hatten so die Möglichkeit, sich auf eine kulinarische Weltreise zu begeben. Wer wollte, der konnte sich entspannt niederlassen. Zum Beispiel in der grünen Oase auf dem Stadtmarkt. Auf den Wolfenbüttel-Sitzsäcken mit einem leckeren Getränk in der Hand lässt es sich doch ganz gut aushalten. Insgesamt rund 60 Künstler sorgten an den drei Tagen für gute Stimmung. Auf drei Bühnen gab es Live-Musik zum Mitsingen und Tanzen. Von Line Dance und Cheerleading über Rock und Pop war alles dabei. Die Walk Acts mischten das Publikum zusätzlich auf und sorgten für spanischen Flair mitten in Wolfenbüttel oder für das große Krabbeln in der Innenstadt. Vor einer Shoppingtour am verkaufsoffenen Sonntag wurde es beim traditionellen Entenrennen auf der Oker spannend. Und groß und klein fieberten mit, welches kleine Gummitier wohl als erstes ins Ziel kommt. Das Maifest 2019 war wieder ein großer Erfolg. Dabei war es aber nicht nur ein Fest mit und für die Wolfenbüttler Einwohner. Auch unzählige Besucher aus der Region kamen, um zu erleben, wie lebenswert die schöne Lessingstadt ist.